Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge, vermutlich der letzten Folge von Get Even. What the fuck? Wie ich in der letzten Folge schon ganz stark vermutet hatte, weil das passte einfach alles, die Stimmen und die Art und Weise. Wir haben als Grace, also die Tochter, Grace Ramsay, die Erinnerung von dem Vater Robert Ramsay gesehen, der die Erinnerung von Black, unserem Sicherheitsangestellten, gesehen hat. Und ganz ehrlich, ich habe das hier nicht kommen sehen. Und ich will hier nicht die Simulation beenden. Nee, ich will die fortsetzen. Und es scheint auch Rose hier zu sein, also die Geliebte hier von dem Vater. Aber die ist doch mit dafür alles verantwortlich. Die steckt doch in dem Plan mit drin. Oder hat zumindest mitgemacht. I don't understand. He was trying to communicate with me. You said he was dead. He is. All you're seeing is remnants of his consciousness. Created by the Pandora reacting to the artificial stimulants flooding his system. It's complicated. I need to see what happened to him. Send me back in. Grace, it's not a nice thing for anyone to watch. Let alone his daughter. Are you absolutely sure about this? He's my father. I want to know. Wir wollen es wissen. Wir müssen alles wissen. Ramsay, just relax, okay? There's no need for the gun. Dad. Der macht doch nicht einfach Dummheiten. Dad. You did this. You were responsible. Put the gun down. Responsible. Let's have a sensible, grown-up conversation. Dad. You approached my staff, my employees, and you turned them against me. I think we both know that's not true. You took my daughter away from me. I did no such thing. My family. Son of a bitch. My wife. Robert, you need to sit down. Let me get you a drink. No! Responsible. Someone needs to pay for this. You've upset a lot of people, Robert. I'm not the only one with a score to settle. So? You admit it? I admit you stole my invention. You admit it? My life's work. Responsible. Claimed by a thief as his own. You did this. So yes. Add me to the list of people you royally fucked off over the years, Ramsay. But I accept no responsibility for a mess you created. Dad, Dad, don't do it. Dad, please don't do it. No. Der ist echt am Boden, ja, der Ramsay. Ist irgendwas. Das ist jetzt der zusammenfallende Geist. Kann das sein? Guck mal, hier fällt alles auseinander. No. You did this. And I think you already know that's true. Responsible. It didn't. Responsible. It wasn't me. It's okay. It wasn't me. Just give me the gun. And let's put all this behind us. No, no. No, no, Dad, Dad, no. Okay. Was passiert jetzt? Dad. Whoa. Dad! No, 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 no,
Oh, oh. Dad, please, 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 Dad, 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 put it down, put it down. Dad! Dad, please! Dad! Please! Dad! Shit. So, that's it. For all I know, the Pandora is just simulating my consciousness. I still don't fully understand it, even now. But I left it all to you, Grace. I learned from Howard's mistakes. I own the patent, and measures are in place to ensure they can't just replicate it. It needs to be in the hands of someone like you. Someone pure. I love you, my darling. And I'm sorry. Die Mutter lebt ja noch. The technology has no adverse effects that we know of. She'll be absent. I wasn't talking to you. Grace. I'm fine, Mom. I'm thinking. Grace, listen to me. I've done everything you asked. All we need is for you to sign a few papers and we can continue where you're... Sweetie, you don't have to make this decision now. You're exhausted. Let's just head home, okay? Grace, talk to me. All you need to do is sign, and we'll transfer the money within 20... You're a piece of work, you know that. Lenore, this is between me and Grace. This isn't anything to How do with you. How fucking dare you? Ugh. I'm in a room with my crippled daughter, my dead husband, and my dead husband's whore. This is everything to do with me. Lenore, this is business. And from what I heard, your dead husband very nearly left you for that whore. You... Shut up! Shut up, both of you! Mum, I've got this. You put me in this wheelchair. You do realize that, don't you? Well, without you, my parents are still together and my father is still alive. Grace, what are you saying? Are you telling me she's responsible for all Grace, this? Grace, I don't know what you saw. You want her to sign those papers? You want her to allow you to work with Robert's technology? Then you don't fucking grace her. To you, she is Miss Ramsay, and you don't speak unless you're spoken to first. Am I making myself clear? Yes. Perfectly clear. Perfectly clear? Miss Ramsay. How many functional headsets do we have? Fully functional. Only one, Miss Ramsay, your father's. This one? That's right. No. No! No, Grace! And now you have none. Do you have any idea what you've just done? This ends today. My father was a misguided man who didn't understand what he was dealing with. And I certainly can't trust you to do the right thing. Going to regret that. No, I won't. Nobody should be obsessing over things they can't change, shutting themselves off from the present. Memories belong in the past, and my father deserves to be dead. You're playing a very dangerous game, Grace. Threats? Oh, how very original of you, Rose. Well, what are you going to do? Kidnap me again? Strap another bomb to me? There is nothing you can threaten me with that's worse than what I've already been through. So fuck the headset, and especially fuck you! Let's go home, Mum. Of course. You haven't heard the last of this, Grace. It's Miss Ramsay, and yeah, I have. Wait! Come back! Let's discuss this! No! There's nothing more to talk about. Grace! Goodbye, Rose. Goodbye. Dad. Boah, ist das traurig. Ich hätte echt nicht mit dieser Intensität gerechnet. Ungelogen. Also Hut ab, Farm 51. Ihr habt mich da gekriegt, ja. Also ich hätte niemals diesen Verlauf erwartet. Und ich weiß gar nicht, hätten wir jetzt anders gespielt, hätte es ein anderes Ende gegeben? Ich glaube ja, ne?
Es fehlen mir noch ein paar Details. War das wirklich die Wahrheit, die wir gesehen haben, oder war sie es nicht? Wisst ihr, was ich meine? Es wurde ja immer gesagt, wenn man zu viel Gefühle reinsteckt, einen drum und dran, oder eben halt nicht sich zu sehr treiben lässt von den Gefühlen oder beeinflusst die Erinnerung, dass diese verfälscht werden. Vielleicht ist ja auch noch irgendwas verfälscht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht die... Tja... Warum wollte Black das genauso haben? Ich glaube, wir haben sowieso das negativere Ende, glaube ich, erhalten. Also nicht, dass jetzt irgendwie jemand gelebt hätte oder noch weiter überlebt hätte. Ich glaube, der Vater wäre so oder so gestorben, beziehungsweise hätte sich umgebracht. Aber... ungeachtet dessen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr geniales, von der Story her geniales Spiel. Und bis zum Ende hin wurden immer nur Futzelchen, ja, veröffentlicht, nach außen gebracht, die zwar nach und nach immer was erklärt haben, aber nicht das eigentliche Ganze. Und das eigentliche Ganze, Hut ab, bis, sagen wir mal, vorletzte Folge, auf den Punkt. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ich hätte es eigentlich irgendwo mit Robert Ramsay abgeschlossen gehabt. Dass es aber jetzt noch so ist, dass die Tochter, die wir als Black versucht hatten, ein Gänsefüßchen zu retten, weil das mit der Bombe einfach zu weit ging, was da Jasper angeleiert hatte, dass er da unbedingt eine Bombe einsetzen wollen, dass sie überlebt. Das war überhaupt nicht ansatzweise klar. Und wenn ich mich jetzt noch so zurückerinnere, ich glaube, ich muss mir mal noch die erste oder zweite Folge angucken. Ich glaube, die erste Folge. Kann es sein, dass wir da allgemein nur zwei Frauenstimmen hatten? Grace und vielleicht auch Rose? Also damit alles angefangen hat. Aber dadurch, dass wir überhaupt nicht wussten, wie das hier abgeht und warum das hier also abgeht, diesen Zusammenhang gar nicht gezogen haben. Kann es möglich sein? Ich muss mal doch gucken. Irgendwie war mir so, dass es da Frauenstimmen am Anfang gab. Ja, also Plot wirklich genial. Ich glaube, wenn wir die Kampfeinheiten so oder die Kampfeinsätze so gering wie möglich lassen, also dass wir, so wie wir es jetzt zum Schluss gemacht haben, verstärkt schleichen und nicht uns in Kampf, in Kämpfe verwickeln lassen, dass wir da weitaus ein anderes Ende wahrscheinlich bekommen. Ramsay hat ja immer gesagt, ja, mach das nicht. Ne? Weil du verfälschst ja alles und so. Und vielleicht wären dann einige Sachen nicht so gelaufen, wie es ist. Ich werde mich mal belesen, weil groß ändern können wir es wahrscheinlich nur, wenn wir das gesamte Spiel sauber 100% durchspielen, oder? Also sauber heißt auch, dass wir 100% in den einzelnen Level haben. Die haben wir ja nicht. Wir haben ja nicht alle Hinweise gefunden. Und Content-ID-Tag wird das wieder, ist egal. Wo war ich jetzt? Genau, wir haben nicht 100% in allen Gegenden und wir haben nicht geschlichen, sind nicht geschlichen. Aber nun gut, das kriegen wir nicht nochmal hin. Das Spiel ist an der Stelle zu Ende. Ich werde selbst vielleicht irgendwann mal versuchen, die andere Seite zu spielen, aber es wird nicht als Let's Play jetzt hier hinten rankommen. Und was hier nachkommt, ich habe keine Ahnung. Wie immer habe ich keine Ahnung. Ich werde mich dann irgendwie live durch meine Bestände durchwursteln und gucken, was mich so gerade interessiert, was mir ins Auge springt, so wie es gerade aktuell parallel auch mit den Retro-Fox-Folgen kommen. Immer so, was ich in meinem Archiv finde, wird dann ausgegraben und dann angespielt oder komplett gespielt. Parallel läuft noch Prey, da bin ich aber wahrscheinlich gefühlsmäßig auch schon langsam Richtung Ende laufen. Muss ich sehen, wie das ist. Und ich habe echt noch keine Ahnung, wenn ich hier nebenbei in die Regale gucke, eigentlich gibt es noch so viel zu spielen. Tja, es gibt einfach viel zu viele geniale, gute Spiele. Das schafft man aber irgendwie nicht alles. Ja, wo geht die Reise hin? Ich weiß es nicht. Dieser Song, ich muss mal nachlesen, warum dieser Song gerade da an der Stelle kommt. Auf dem Friedhof. Könnt ihr euch erinnern? Da kam genau der Song, wo ich gesagt habe, das passt überhaupt nicht. Und es gibt laut den Entwicklern einen triftigen Grund, warum das passiert. Und da ich jetzt auf die Schnelle nicht den Textinhalt verstehe, wird es wahrscheinlich irgendwas sein im Text. Den muss ich mir einfach mal durchlesen.
Ja, Unreal Engine, sehr gut umgesetzt. Also grafisch, optisch war es sehr opulent. Sound- und tontechnisch war es wirklich sehr gut gemacht. Also Hut ab, was ihr da abgezogen habt, liebes Entwicklerteam. Es war stimmig. Es ist jetzt hier kein super, mega, super Granatending, aber es ist auch kein Mittelklasse-Spiel. Es ist ein wirklich gutes bis sehr gutes Spiel mit einer wirklich sehr genialen Story. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier nach und nach weiterzuspielen und den Storykern voranzutreiben. Also Hut ab. Das müsst ihr erstmal andere nachmachen. Alle Erinnerungen untersucht. Über Fortfahren im Hauptmenü können sie erneut untersucht werden. Zu Ramseys Keller können wir und wir können zum Hauptmenü. Ich gehe mal zum Hauptmenü erstmal. Wir können als Black also nochmal alles durchgehen und nochmal spielen, so wie es scheint. Und als Red das, was wir eben gemacht haben. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart auf jeden Fall bei diesem ganzen Let's Play. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, also das Spiel nicht zwingend, also das Let's Play natürlich auch, ich hoffe es ja, wie es mir halt gefallen hat, es zu spielen. Und ja, wenn euch irgendetwas auf der Seele brennt, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt, was war gut, was war schlecht, also konstruktive Kritik üben wollt, dann einfach zu in den Kommentaren, habt ihr dazu jegliche Möglichkeiten und auf den anderen Medien Plattformen, wo ich, nicht zu Hause, aber zumindest präsent bin, könnt ihr eigentlich mich fast jederzeit erreichen. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Vorschlag, was wir dann als nächstes machen wollen, auf welche Reise wir als nächstes gehen wollen. Ich bin da sehr offen für solche Vorschläge. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank. Ab heute sind es ja schon einige Abonnenten mehr. Das freut mich wirklich tierisch. Und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Also von den Sachen, die gerade laufen. Da laufen gerade noch Shadow Warrior 2 zusammen mit dem Cheeky Boy und es läuft noch... müsste eigentlich noch laufen, Prey, und es läuft Retro-Fox-Folgen. Ja. Lasst euch überraschen, was jetzt noch kommen wird. Bis zu einem anderen Let's Play, bis zu einem der anderen Let's Plays selber. Euer Firefox.